Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zu meiner Review vom Lunatia L, das Handy von Sailor Luna aus der Live-Action-Serie PGSM. Ja, das ist das Teil, mit dem sie sich unter anderem verwandelt und es kann wirklich total viel, es kann extrem viele Sprüche von ihr abspielen, natürlich auch den Verwandlungsspruch. Und ja, was das Ding alles kann, werde ich euch heute zeigen. Es ist sehr spannend. Für alle, die keine Ahnung von PGSM haben und noch nie was von Sailor Luna gehört haben, lasst mich euch das Ganze mal kurz zeigen. So, bevor wir es einschalten, zeige ich euch mal ganz kurz, dass man diese Karte hier entfernen kann. Da ist dann auf der Rückseite auch Sailor Venus, also man könnte auch genauso Sailor Venus reinschieben. Das Ganze gibt es aber auch noch mit den anderen Sailor-Kriegerinnen aus PGSM, hier mit Sailor Moon und Sailor Mars und auf der Rückseite davon Sailor Mercury und Jupiter. Aber ich würde mal sagen, wir bleiben jetzt erstmal bei Sailor Luna, weil es ja ihr Handy ist. Mit dabei war außerdem diese kleine Mondkette. Es gab auch noch einen Luna-Spiegel, der dabei war, so ein kleiner Handspiegel, der war jetzt bei mir nicht dabei, aber das macht nichts. Bevor ich das einschalte, es ist halt so, dass Sailor Luna auch immer von selber anruft und man dann abnehmen kann und dann sagt sie halt random irgendwas. Damit das nicht zu sehr stört, werde ich dann immer mal wieder ausschalten. Ich werde euch jetzt nicht alle Sprüche davon zeigen, denn es sind wirklich extrem viele. Man kann nämlich alle zweistelligen Zahlenkombis eingeben. Gut, man muss dazu sagen, dass oft die Sprüche dann auch relativ ähnlich sind. Das werde ich euch dann noch erklären. Und ein paar Nummern geben dann auch immer den gleichen Spruch aus, aber es sind insgesamt schon wirklich viele. Ich werde euch da am Ende auch noch eine Liste zeigen von allen Sprüchen, die ich so gefunden habe. Aber okay, fangen wir endlich an. Das erste, was ich euch zeige, ist natürlich der Verwandlungsspruch. Dafür drücken wir, wie in der Serie, die 672. Und ja, ich schalte einfach mal ein. Ja, also da war auch ihr Ansagespruch dabei. Ich glaube, der war: Ich bin die Kriegerin für Kinder und Süßigkeiten. Im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen. Zumindest sagt sie irgendwie sowas in der Serie. Und ja, was ich aber leider ein bisschen schade finde, ist, dass es hier nicht die originale Verwandlungsmusik von ihr ist aus der Serie. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum. Vielleicht wollte man lieber ein kürzeres Stück. Ich weiß es nicht, aber ja, finde ich dann schon ein bisschen schade, dass man da nicht einfach das normale Stück genommen hat. Es gibt auch weitere Zahlenkombis, mit denen man zum Beispiel nur die Musik oder nur den Spruch oder nur die Ansagerede abspielen kann. Ach ja, wichtig ist bei dem Verwandlungsspruch auch, dass man dann auf den Mond drückt und nicht auf den Anrufhörer, denn sonst kommt irgendwas anderes. So, versuchen wir jetzt wieder eine Zahlenkombi, nämlich die 33. Diesmal den Anrufknopf. Es ist schrecklich, ein Yoma ist aufgetaucht, verwandle dich! Als nächstes machen wir die 39. Also ich habe mir hier so ein paar Sprüche rausgesucht. Ich werde euch jetzt quasi von jeder Kategorie eine zeigen. Hallo, hier ist Luna. Danke für den Anruf. Geht's dir gut? Bye bye. So, dann versuchen wir die 74. Hallo, hier ist Luna. Wollen wir jetzt zusammen Kuchen essen? Ja, das gibt's auch in extrem vielen Varianten mit wollen wir eine Party feiern, wollen wir Kekse essen, wollen wir ein Videospiel spielen oder Karaoke singen oder dann auch sogar noch so Varianten wie wollen wir mit allen Kuchen essen oder wollen wir zusammen Kuchen essen? Also ja, so kleine Unterschiede gibt's tatsächlich auch. Dann die 51.
Heute hat Minako in der Schule gesungen. Das passt natürlich sehr gut, da Minako ja in der Serie ein Idol ist, also eine Sängerin. Allerdings gibt's diesen Spruch halt auch mit zum Beispiel, heute hat Usagi in der Schule gesungen oder Ami. Also ja, es passt nicht immer hundertprozentig, muss ich leider sagen. Aber dazu vielleicht später mehr. Ich würde mal einfach die Karte wechseln, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Packen wir doch mal Sailor Moon da rein. Whoops, da ist der Schlitz, genau. Machen wir als nächstes die 18. Heute hat Usagi im Park gespielt oder Spaß gehabt. Ja, also ihr merkt auch schon, es gibt diese heute hat irgendwer das und das gemacht. Das gibt's auch extrem viel. Da sagt sie irgendwie was darüber, wie das gestrige Treffen war. Das ist aber auch ein bisschen random, was sie da sagt. Also sie sagt halt immer, unser Treffen gestern war und dann irgendwas. Also es kann gut gewesen sein, es kann so lala gewesen sein, was auch immer. Ich bin nicht ganz sicher, was sie gerade gesagt hat. Deshalb, ich drücke das einfach nochmal. Vielleicht kommt ja was anderes. Das Treffen gestern war das Beste. Dann die 06. Ja, ich habe ewig gebraucht, um zu sehen, dass das hier eine 0 ist. Hallo, hier ist Luna. Was ist dein Lieblingstier? Also das sind dann diese ganzen Fragen nach, was ist dein Lieblings-irgendwas? Ah, sie ruft an. Wir gehen einfach mal ran. Ich glaube, sie sagt irgendwie, hi, hier ist Luna, lass uns bald mal wieder telefonieren oder sowas. Bin ich ganz sicher. Finde ich auch geil, dass sie anruft, mir das sagt und dann wieder auflegt. Hallo, hier ist Luna, hast du gegessen? 6,5, versuchen wir mal. Dein heutiges Glücksitem ist ein Compact, also eine Puderdose. Machen wir mal die 12. Da bin ich nicht ganz sicher, was es bedeuten soll. Ich glaube, da kämpft sie. Am Anfang ruft sie halt los und ich glaube, am Ende sagt sie, habe ich gewonnen? Also wahrscheinlich soll das halt so sein, sie greift irgendwie an. Mit ihrem Fächer vielleicht, ich weiß es nicht, aber da bin ich echt nicht sicher. Dann gibt es auch noch einige Nummern, die falsch sind, wo dann sowas kommt wie, diese Nummer ist falsch oder so ein Piepston oder sowas. Also das ist halt immer random, was bei welcher Nummer kommt. Bei jeder Nummer kann alles davon kommen, aber es ist halt immer irgendwie falsch. Die 4 zum Beispiel, also die 04. Ja, da bin ich nicht sicher, was Hatsure bedeuten soll oder was auch immer sie da sagt. Wir versuchen es nochmal, auch wieder mit der 04. Ja, das war der Piepston von die Nummer ist falsch. Ach ja, stimmt, was ich auch noch gar nicht gezeigt habe. Man kann auch wenn man einfach. Wenn Luna anruft. Hallo, hier ist Luna. Was machst du gerade oder was hast du gerade gemacht? Egal, was ich euch zeigen wollte, wenn man einfach nur auf den Mond drückt, macht es dieses Fotogeräusch. Es ist nämlich so in PGSM, dass die Mädels mit ihren Handys Fotos von Outfits machen können und die dann jederzeit anziehen können. Also das benutzen sie so ein bisschen wie den Verwandlungsfüller aus dem Anime und dem Manga. Ja, nur dass man halt die Outfits vorher fotografieren muss und dann, ja, kann man halt jederzeit in irgendwie ein Kostüm schlüpfen und sich als irgendwie anders ausgeben oder sowas. Finde ich ganz geil, dass man das ja auch integriert hat. Natürlich macht es kein wirkliches Foto, es ist halt nur der Sound. Ach ja, was ich ganz witzig finde, manchmal ruft sie auch einfach an und sagt, oh, Entschuldigung, ich habe mich verwählt.
Ach ja, falls ihr euch das fragt, wenn man mehrere Zahlen eingibt, dann zählen immer nur die letzten zwei. Also wenn du jetzt die 1, 2, 3 eingibst, ist es halt genauso, als hättest du die 23 eingegeben. Und wenn du die 4, 23 eingibst, dann zählt auch nur die 23. Ja, von daher gibt es halt nur die zweistelligen Codes, die halt aber eh schon extrem viel sind. Und hier sehen Sie meine umfassenden Forschungsergebnisse zu den Funktionen des sagenumwobenen Objektes Lunatia L. Ja, also wie gesagt, ich dürfte hier alle zweistelligen Kombis durchprobiert haben. Hier haben wir halt einmal die Kategorie Verwandlung mit Spruch oder ohne, mit Musik oder ohne, alle möglichen Kombis davon. Dann ein Joma ist aufgetaucht in ein paar Varianten. Typische Floskeln wie Lass uns bald wieder treffen, geht's dir gut, danke für den Anruf, bla bla. Dann irgendwelche Vorschläge, die Luna macht, wie wollen wir eine Party feiern, wollen wir Karaoke singen und so weiter. Da gibt's ja wirklich sehr viele, wie ihr seht. Dann in der Schule hat irgendwer irgendwas gemacht, beim Karaoke hat irgendwer was gemacht, beim Park hat irgendwer was gemacht, im Department Store, im Miki Bieter hat irgendwer was gemacht. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich muss sagen, ich habe ein paar Wörter einfach akustisch nicht verstanden und deshalb konnte ich da auch die Bedeutung nicht nachgucken. Deshalb habe ich hier einfach, was ich gehört habe, hingeschrieben wie Horondeta, da war ich auch gar nicht sicher, was das heißt. Könnte auch Korondeta oder Torondeta sein, ich habe keine Ahnung. Ich habe es einfach akustisch nicht raushören können. Dann haben wir Rückblicke mit Bewertungen, also das Lernen gestern war, das Treffen diese Woche war, das Wahrsagen heute war. Und dann halt irgendwie, es war super, es war nicht so toll, ich habe es geliebt, sowas halt. Dann, was ist dein Lieblingssnack, Lied, alles Mögliche. Dann so ein paar weitere Random-Fragen, wie hast du einen Snack gegessen, hast du generell gegessen, hast du ein Bad genommen? Dann haben wir Vorhersagen wie die Kleidung, die dir steht, ist, deine Glücksfarbe heute ist, dein Glücksitem heute ist und so weiter. Und da kommen dann halt immer random Antworten raus. Dann haben wir dieses eine Kampfdingens, bei dem ich nicht genau wusste, was das bedeutet. Dann haben wir die Kategorie falsche Nummer, da gibt es ja doch einige von. Wobei, wenn man bedenkt, dass es über 100 Tastenkombinationen gibt, sind das gar nicht mal so viele eigentlich, ne? Ja, und wie gesagt, da kommt halt bei jeder Zahl immer random eins von diesen Sachen. Dann haben wir, genau, wenn man auf den Mond drückt, die Fotofunktion. Ja, und bei den Anrufen ist es halt immer random. Also wenn Luna anruft, ist es immer random, was sie sagt. Ich habe ja noch aufgeschrieben, Entschuldigung, ich habe mich verwählt, weil das natürlich nicht bei irgendeiner Zahlenkombi kommen kann, sondern nur, wenn sie anruft. Ja, also ihr seht, es sind wirklich unfassbar viele Zahlenkombinationen. Natürlich, wie gesagt, die Sätze sind alle sehr ähnlich. Also es gibt halt immer diese Kategorien, wo die Sätze dann sehr ähnlich sind. Aber es sind doch wirklich viele und da hat man sich wirklich Mühe gegeben, extrem viele Variationen einzubauen. Das ist schon krass. Ich habe allerdings überhaupt kein System bei den Zahlen erkennen können. Also welche Zahl welchen Satz bringt, es scheint einfach komplett random verteilt worden zu sein. Und was mich auch ein bisschen wundert, ist, dass manche offensichtliche Kombinationen irgendwie zu fehlen scheinen. Zum Beispiel haben wir ja hier dieses Heute hat Usagi im Park gesungen, Usagi hat im Park gespielt und so weiter. Und da frage ich mich, warum gibt es nicht Heute hat Rei im Park gespielt oder sowas? Also so offensichtliche Kombis wie, warum hat dieser Charakter nicht das und jenes gemacht, fehlt irgendwie. Da denkt man sich halt, okay, ist das jetzt einfach random oder gibt es da noch irgendwelche anderen Tastenkombinationen, die ich noch gar nicht weiß? Das kann natürlich sein, könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Denn man müsste ja irgendwie meinen, am Ende gibt es zu jedem Charakter einen Satz mit, da hat er das und das gemacht. Also die ganzen verschiedenen Sachen müsste es ja mit jedem Charakter geben. Aber irgendwie scheint es halt hier total ungleich verteilt zu sein. Deshalb glaube ich eben, dass es da noch mehr Kombis gibt. Ich wüsste allerdings nicht, wo denn noch. Denn wie gesagt, wenn man anfängt, drei Stellen einzugeben, dann zählen ja immer die ersten nicht, dann zählen nur die letzten zwei. Okay, mein Fazit zum Lunatia L. Ich finde es wirklich Hammer, wie viel das Ding kann. Ich meine, es ist von 2004 oder so und es hat gefühlt deutlich mehr Soundfiles als jedes Proplica-Item heute. Gut, wobei man natürlich auch sagen muss, dass ja viele der Sätze sehr ähnlich sind und man merkt halt auch, dass die Sätze so zusammengewürfelt sind. Und es wäre vielleicht auch ganz cool gewesen, wenn es ein bisschen mehr Bezug zur Serie gehabt hätte. Denn sowas wie Usagi hat heute im Park gespielt oder Usagi hat in der Schule gelernt,
sind ja doch relativ generische Sachen. Also ich hätte mir gewünscht, dass es weniger Sätze sind und dann vielleicht aber, naja, einfach mehr auf die Serie bezogen, auf Ereignisse, die in der Serie wirklich passiert sind. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass die Verwandlungsmelodie wie in der Serie ist oder dass man vielleicht auch noch ein paar Angriffssprüche aus der Serie einbaut oder sowas. Leider nicht wirklich, aber es ist trotzdem echt Hammer. Wie gesagt, es ist halt einfach nur so ein Kinderhandy und es hat so viele verschiedene Sprüche, die man auswählen kann. Und es macht auch wirklich Spaß, da rum zu experimentieren. Da kann man sich schon wirklich lange daran aufhalten. Ich habe halt da wirklich diese 99 plus Kombis ausprobiert. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es noch mehr gibt, bei denen ich gar nicht weiß, wie man die freischaltet. Ich bin auch extrem froh, dass ich es habe. Ich liebe ja PGSM. Ich mag auch Sailor Luna als Charakter sehr gerne. Sie ist zwar ein bisschen weird, also von der Logik her, warum sie jetzt da ist, aber sie ist sehr süß. Und ja, PGSM-Merch ist eh so schwierig ranzukommen. Das ist halt irgendwie gefühlt noch schwieriger, als an Musical-Merch ranzukommen von Sailor Moon. Ja, Grüße gehen auch nochmal raus an die Verkäuferin. Ich habe ja im Sammlungsupdate schon ein bisschen was dazu erzählt, weil das auch eine ganz witzige Story war. Aber ja, das war meine Review zum Lunazia 11. Falls ihr noch Fragen habt oder falls ihr eure Meinung dazu sagen wollt, immer gern her damit in den Kommentaren. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch über einen Like oder ein Abo freuen. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Sailor Cat.